Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part haben wir die erste Welt Mumbus Mountain zu 100% abgeschlossen und wir haben auch ein paar weitere Moves gelernt, zum Beispiel diesen hier, wo Kazooie die Laufarbeit übernehmen kann und Banjo lässt sich tragen. Und damit kommen wir zum Beispiel auch hier nach oben, davor war das nicht möglich, weil Banjo da runtergerutscht ist. Und damit kommen wir jetzt hier zu neuen Bereichen in Grundhildas Reich. Und hier brauchen wir zum Beispiel 50 Noten, um weiterzukommen, haben wir aber, ist also kein Problem. Haut ab, lasst mich um meine leckeren Honigwaben in Ruhe. Werde ich bestimmt tun. Tot. Entschuldigung. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mach sie auf, Opa. Es sei nicht so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt wird. Haben wir? Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Stimmt, das macht er auch, wenn man mit ihm spricht. Ich meine, hier liegen direkt daneben Honigwaben. Aber das macht Bortles auch immer freundlicherweise. Aber ja, wir kommen hier durch. Ja. Erstmal immer ein bisschen abdancen. Egal, wenn irgendwas passiert. Immer abdancen, finde ich gut. Willkommen im Jammertal. Jetzt beginnt die pure Qual. Hallo? Hallo, meine Helden. Ich bin Brenthilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Das stimmt. Ich hoffe, ich kann mir die merken. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. Dann erzähl mal. Grundhilda putzt ihre Zähne mit Fledermaushaut. Ihr Haar wäscht sie mit Motoröl. Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Hexendiscounter. Ja, Hexendiscounter passt ja. Aber die anderen beiden kann ich nicht empfehlen, glaube ich. So, hier können wir wieder einen Puzzle vervollständigen. Wir haben auch mehr als genug Teile. Zwei brauchen wir nur. Das machen wir mal schnell. Für Welt 2, die Treasure Trove Cove. Um Puzzleteile wieder herauszunehmen, drücke den unteren C-Knopf. Doch wenn das Bild erst einmal vollständig ist, lassen sich keine Teile mehr entfernen. Nee, das passt schon. Ich will alle einsetzen. Tadam! Was ist wohl in der Schatztruhe? Das ist der Eingang zur Treasure Trove Cove, zu Welt 2. Die werden wir heute auf jeden Fall auch betreten. Aber nicht abschließen, weil die ist schon um einiges länger als die erste Welt. Aber wir können da zumindest kurz dann reingehen. Hier ist eine komische Platte, mit der ich aber nichts machen kann. Diese Sprungplatte dient Kazooie Supersprung. Findet mich und ich verrate euch, wie es funktioniert. Genau, in der nächsten Welt, in der Treasure Trove Cove, werden wir dann auch schon diesen Move lernen. Aber erstmal müssen wir den Eingang dafür finden. Und ihr seht schon, es gibt hier einiges zu erkunden in der Hub World, aber das ist ja auch das Coole. Und hier in der Hub-World kenne ich mich, glaube ich, am wenigsten aus, tatsächlich. In den Welten habe ich schon noch ganz gut Ahnung, wo was ist. Aber hier in der Hub-World, da muss ich, glaube ich, mich immer ein bisschen zurechtfinden erstmal. Mal schauen. Da kann ich sogar auch schon durch. Ja, manchmal noch nicht, glaube ich. Bär und Vogel sind so dumm. Laufen nur im Kreis herum. Genau, zwischendurch disst uns Grundhilda einfach immer so ein bisschen. Ich bin sogar richtig hier, glaube ich. Genau, hier ist der Eingang zur Treasure Trove Cove. Kann ich eigentlich direkt mal machen. Dann habe ich jetzt in Grundhildas Reich nicht so viel erkundet. Aber das können wir halt später auch nochmal irgendwann machen. Und ich hätte jetzt erstmal Bock auf die Treasure Trove Cove, dass wir da ein bisschen Action machen. Nur noch ganz kurz gucken. Hier ist eine Kanone. Ich könnte auch wieder meine Leben auffüllen, aber ich bin gerade noch full life. Und da drüben ist dann auch irgendwas. Da komme ich aber... Doch, da würde ich sogar hinkommen. Aber das machen wir auch später. Wir gehen jetzt mal rein in die nächste Welt, weil ich habe Bock drauf. Die ist ziemlich cool, die Treasure Trove Cove. Da gibt es einiges zu entdecken. Und deswegen fangen wir gleich mal damit an. Yay, das sind wir! Wunderschön. Ahoi, willkommen an der Treasure Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu finden. Sehr gut. Und da unten ist direkt mal ein Shinjo. Den können wir uns bestimmt holen, ohne dass irgendwas Böses passieren wird. Stimmt's? Da schwimmt mein Leibgewicht. Bitte im Wasser bleiben. Autsch. Ja, da kommt ein böser Hai, der uns töten will. Das ist gar nicht gut. Okay, ich glaube, den kann man schon auch besiegen. Ich glaube aber, der ist dann nur kurzzeitig weg oder so. Nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, hier ins Wasser zu gehen, ist immer ein gewisses Risiko. Und hier haben wir rote Federn. Wir wissen noch gar nicht, was wir mit denen anfangen können.
Ich bin eine rote Feder. Wenn Kasui das Fliegen gelernt hat, Spoiler, werde ich ihr dabei behilflich sein. Mhm. Das werden wir sogar auch in dieser Welt hier lernen. Mhm. Also zwei sehr wichtige Fähigkeiten kriegen wir hier in dieser Welt. Das wurde jetzt quasi beides schon gespoilert. Der Supersprung wurde schon von Bottles gespoilert und das Fliegen wurde schon von den roten Federn selber gespoilert. Unfassbar. So, ich glaube, ich will erstmal damit anfangen, mir die beiden neuen Fähigkeiten zu holen. Das glaube ich immer ganz schlau, weil ich glaube, ich weiß auch, wo die sind, wo die beiden Maulwurfshügel sind. Ich glaube, einer dürfte, das wollte ich nicht. Zurück. Einer dürfte, glaube ich, hier oben sein. Hier auf diesem Piratenschiff. Genau, da ist er auch schon. Perfekt. Dann erklär gleich mal. Hey, Hühnerbein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich. Wurde aber auch Zeit, Würmerfreund. Es ist so leicht. Sogar du, Vogelhirn, wirst das können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Dankeschön. Bis bald. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Genau, halt uns auch wieder. Dankeschön. Ah, ich wollte nicht runterspringen. Mann. Ja, ist aber egal. Vielleicht will ich noch gar nicht sofort entlang fliegen. Vielleicht will ich erstmal noch andere Dinge hier machen. Aber ja, bei diesen roten Platten, da könnte ich dann eben entlang fliegen. Und wenn ich länger entlang fliegen will, brauche ich halt die roten Federn, damit ich schön lange in der Luft bleiben kann. Aber ich glaube, das Fliegen will ich eigentlich erst gegen Ende machen. Ich will mich erstmal am Boden umgucken. Aber hier muss man jetzt schon gucken, dass man so ein bisschen strategisch quasi vorgeht, damit man nicht irgendwas übersieht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ich hoffe, ich werde das hinkriegen. So, genau, mit dir kann ich reden. Oh, ihr Landratten. Ich bin Captain Blubber, der rülpst die ganze Zeit. Das kann ich nicht wirklich nachsprechen. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auflief. Na, dann musst du ihn jetzt wohl suchen, Blubberboy. Ich würde ja, aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einem alten Seebär nicht helfen? Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Okay. So, zum Beispiel kann ich hier in sein Piratenschiff rein. Moment. Zack. Schön aufbrechen. Mhm. Und ich glaube, da dürfte einer von den beiden Schätzen sein. Ich glaube, zwei dürfte es geben, der andere ist irgendwo anders. Da weiß ich gar nicht mehr genau wo. Oder sind die beide hier? Bin mir nicht ganz sicher. Finden wir schon. Totenschädel ist ja auch. Ah ne, okay, beide Goldschätze sind hier. Nur beim anderen muss ich irgendwie anders reinkommen. Ich weiß noch nicht genau wie. Genau, das Schwimmen ist hier ein bisschen komisch manchmal. Ich kann entweder hier langsam schwimmen oder auch schnell. Ahoi, ihr beiden. Ich bin Captain. Der Soundeffekt. Blubber sagenhafter Goldschatz. Das ist ja schön. Wenn man auf jeden Fall die Kamerataste gedrückt hält, dann kann man sich schneller umdrehen hier im Wasser. Das ist ganz nützlich, um ein paar krassere Manöver noch zu machen. Aber den Schädel hätte ich schon auch ganz gerne. So. Ickambokam. Das kann ich jetzt auch mal erwähnen. Ich finde das sehr lustig, was der Schädel da sagt. Ickambokam. Ich verstehe da immer, ich kann pokern. Nur etwas naiver ausgedrückt, sag ich mal. Ich kann bockern. Wunderschön. So, ich glaube, auf die andere Seite eben komme ich von hier aus nicht. Da muss ich... Genau, ich glaube, da unten ist der Eingang. Da muss ich dann irgendwie an der Seite oder sowas vom Schiff rein. Ah, falsche Taste, Moment. Ich verdrücke mich die ganze Zeit hier, weil ich mit der Switch-Steuerung noch nicht so ganz zurechtkomme. Beim Shore Controller. Ich habe die Steuerung noch immer nicht umgestellt. Kann man ja auch hier nicht in Banjo-Kazooie selber. Ich müsste es halt im Switch-Menü machen. Und da war ich bisher zu faul, das zu machen. Müsste ich mal vielleicht machen. Naja, egal. So, hier sieht's. Genau, da kann ich nämlich noch rein. Mhm. Und dann hier den anderen Goldschatz finden. Und wenn wir dann beide abgegeben haben, dann dürfen wir dafür ein Puzzleteil erhalten. Das erste hier in der Welt. Also ihr seht schon, die Puzzleteile hier sind jetzt schon direkt ein bisschen aufwendiger als in Mumbo's Mountain, wo wir einige wirklich hinterhergeschmissen bekommen haben. Und hier müssen wir jetzt schon teilweise ein bisschen mehr tun, um eines zu erhalten. So, Goldschatz. Okay, perfekt. Und ich glaube, mehr ist hier nicht mehr. Mal kurz nach oben tauchen. Nach oben tauchen vor allem. Auftauchen. Okay, aber nee, hier ist nichts mehr. Passt. Dann kann ich raus. Ja, komm. Ja. Ich bin wirklich kein so Fan von der Schwimmsteuerung. Hier vor allem, wenn die Kamera so ein bisschen weiter rausgezoomt ist, dann weiß man teilweise irgendwie nicht, was man jetzt drücken muss, um aufzutauchen oder um in eine bestimmte Richtung zu schwimmen. Das ist ein bisschen eklig. Und es wird noch sogar sehr bald eine reine Wasserwelt kommen. Also fast reine Wasserwelt. Auf jeden Fall mit sehr viel Wasser, wo ich lange tauchen muss und so. Und mal gucken, wie ich mich dann da anstelle. Aber erstmal hier, zack. Und zack. Bitteschön. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Gern geschehen, Süßer. Nehmt diese Belohnung. Hurra, ich bin wieder reich. Reich, yay. Und wir sind auch reich an Puzzleteilen.
Und tschüss. Yay! Gaha. Wunderschön. So, dann will ich, glaube ich, mal versuchen, den anderen Move noch zu erlernen. Der ist jetzt, glaube ich, sogar auch in der Nähe, so halbwegs. Aber hier habe ich noch Noten gesehen. Nehme ich erstmal die kurz mit. So, und hier in der Treasure Trove Cove, da kann man durchaus schon mal sterben. Sollte eigentlich auch nicht passieren. Da gibt es andere Welten, wo das noch viel eher passieren kann. Aber die ist auf jeden Fall immer einiges schwieriger. Sowohl von der Komplexität her, als auch von den Gegnern. Als Mumbus Mountain. Deswegen, ich hoffe, dass ich hier nicht sterben werde. Denn sonst müsste ich alle Noten eben nochmal neu sammeln. Und darauf hätte ich eher weniger Bock. So, da oben sind auch noch welche. Ich glaube, da oben irgendwo ist auch die zweite Fähigkeit, die wir hier erlernen können. Also auf jeden Fall da in der Nähe von diesen ganzen Säulen da vor uns. Weil da brauchen wir nämlich die Fähigkeit. Also hier irgendwo muss sie eigentlich sein. Genau, da oben nämlich. Ja, nämlich diese Sprungplatte hier. So, da haben wir auch gleich beide Fähigkeiten gelernt. Und können dann die Welt komplett erkunden. Das ist gut. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimmt Kazooie das in die Hand. Ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier lernen könntet. Genau, einfach nur da springen. Zack. Hui, Ikambokam. Und dann kann Kazooie einen sehr hohen Sprung machen. Mhm. Mit dem wir dann eben nochmal neue Orte erreichen können. Ist nur ein bisschen blöd, weil man kann ja auch fliegen. So. Deswegen ist vor allem ein bisschen doof, dass man beides hier in der Welt erlernt. Weil so ziemlich überall, wo ich hinspringen kann, kann ich halt auch hinfliegen. So. Aber es gibt halt später Stellen, wo dann vielleicht nur eine Sprungplatte da ist und keine Flugplatte in der Nähe. Und dann muss man halt springen können. Aber hier kann man eigentlich überall so ziemlich auch einfach hinfliegen. Und deswegen ist es hier ein bisschen unnötig eigentlich, dass es auch die Sprungplatten gibt. Weil eigentlich braucht man die nicht. Aber es ist trotzdem geschickter teilweise, mit denen entlang zu gehen. So, jetzt mal kurz. Genau, da unten ist der Kollege. Den lasse ich erstmal. Jetzt gehe ich mal kurz hier hin, wo wir gerade auch die Fähigkeit erlernt haben. Und ich werde erstmal die Sprungplatten schön einsetzen. Das Fliegen werde ich dann später erst machen. Weil ich dann eben... Ich will jetzt erstmal schön alles am Boden machen, was es hier so gibt. So. Hui. Wunderbar. Genau, man kann auch... das kann ich gleich nochmal zeigen. Man kann auch zuerst mit dem ersten Sprung, den man quasi macht, irgendwie nach unten springen. Und dann macht man trotzdem noch den hohen. Als zweiten dann. Genau. Also dann kann man sogar ganz cool das auch kombinieren. Und dann auch an Orte gelangen, die etwas weiter wechseln eventuell. Ja. So, hier sind noch ein paar Noten. Ja, komm, du Arsch. Moment. Zack. Sehr gut. So, ein bisschen Heilung auch. Und Urbissen. Oh Gott, nicht runterfallen. Ganz vorsichtig. So. Aber gleich haben wir schon die Hälfte von den Noten. Also wir kommen hier ganz gut voran. Aber wir sehen schon, es gibt noch einige Orte, die ich jetzt hier ausgelassen habe. Da hinten... Könnte ich auch mal da hinten, ist noch was. Aber das geht eh noch nicht. Aber da hinten könnte ich erstmal kurz hingehen. Zu dieser Wasserstelle. Also der Hai kommt nur, wenn ich halt quasi außen ins Meer gehe, wenn man so will. Hier bei so einem kleinen See, der abgeschnitten ist, da kommt kein Hai. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Genau, stimmt, da muss ich ja hier hin. Das hätte ich von oben machen müssen. Moment. So, ich bin weg. Zack. Eine Sekunde. Denn wenn ich hier nach oben gehe, dann haben wir da auch schon gerade aus dem Augenwinkel einen springenden Eimer sehen können. Der ist hier unten. Genau. Hallo. Natürlich auch mit Glubschaugen. Ich tropfe, können Bär und Vogel mich mit einem Pfropfen stopfen? Mit einem Pfropfen stopfen? Gerne. Eier reinkacken. Yay. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Bam. Mhm. Und damit kommen wir in dieses Sandburg hier rein. Das ist übrigens hier so. Das ist nicht im Video oder so. Es gibt ja manchmal so kleine Lags, könnte man. Ja, Lags sind sie ja nicht. Aber halt so kleine Stellen, wo die Framerate mal kurz irgendwie abkackt. War am N64 Original auch schon. Und Nintendo war natürlich zu faul, das irgendwie zu beheben. Aber na gut. Stört es nicht wirklich, aber trotzdem. Das ist vor allem, wenn irgendwie so halbe Cutscenes quasi passieren. Wenn halt irgendwie hier das Wasser abgesunken wird und dann aber auch das Innere von der Sandburg gezeigt wird oder sowas. Ja. So, wir gehen da gleich mal rein. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den ersten Part erinnern könnt. Da hat nämlich Bottles, wo wir uns sein Bild... Ja, gleich. Hey, du Pelzknäuel. Löse mein Rätsel und du gewinnst einen Preis. Wir sehen viele Buchstaben auf dem Boden. Und hier steht Banjo-Kazooie. Genau, das dauert jetzt eben ein bisschen, bis ich das eingegeben habe. Währenddessen kann ich es kurz erklären.
Ah, sogar auf Zeit. Ach du Scheiße. Im ersten Part, als wir uns das Bild von Bottles im Zuhause von Banjo und Kazooie angeschaut haben, da... Ist das ein J? Ah, das ist ein J. Okay, ich habe das als I erkannt. Da hat er ja irgendwie dann gesagt, dass wir zuerst das Puzzleteil in der Treasure Trove Cove nämlich in einer Sandburg bekommen müssen. Und erst dann können wir da etwas machen, wenn wir uns sein Bild anschauen. Aber trotzdem werde ich das vielleicht erst später machen, weil das lohnt sich erst so richtig, wenn ich auch noch ein paar andere Dinge habe. Alter, ich irre hier so durch die Gegend. Aber man hat genügend Zeit. 100 Sekunden ist relativ freundlich. So, jetzt zwei O's brauche ich. Gibt zum Glück auch genügend O's. Hier war, glaube ich, auch. Genau, hier ist auch noch eins. Kasu und dann nochmal nach. I, E ist es richtig? Nicht, dass ich einen Fehler mache. Ja. So, I und E. Yay! Hinter dem Gitter wartet der Preis. Doch zunächst werde ich dich zurechtstürzen, ist es so. Und tot. Tja. Da haben wohl wir ihn zurechtgestürzt. Yay! Gehör? Wunderbar. So, dann hätten wir auch das. Aber wir werden nochmal später hier... Ah, die Noten hätte ich fast vergessen. Hier an diesen Ort zurückkehren. Denn man kann hier noch sehr, sehr viel anderes Zeug machen. Hier in dieser Sandburg. Aber fürs Erste lassen wir das mal. Werde ich noch später dann wieder drauf zu sprechen kommen. So, dann ein bisschen was will ich, glaube ich, noch erkunden. Aber ich werde auf jeden Fall eben hier einen zweiten Part noch machen. Hier in der Treasure Trove Cove. Weil in einem Part schaffe ich das nicht mehr, hier alles noch mitzunehmen, was noch fehlt. Genau, hier in den Truhen ist auch mal Zeug drin. Aber man muss aufpassen, dass man nicht in die Zähne reinspringt. Die machen nämlich auch Schaden. Noten sogar, okay. Deswegen am besten mit einem Rückwärtshalt. Wenn ich einen normalen mache, dann kann es, glaube ich, oft passieren, genau, dass man da Schaden nimmt an den Zähnen. Und deswegen lieber einen Rückwärtshalto reinmachen. Okay. Da sind nur Federn drin. Gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube sogar, da kann man eh maximal 50 tragen. Jetzt habe ich also schon alle. Ich muss mal da ein bisschen entlang fliegen. Aber rote Federn dürften einem eigentlich nie ausgehen, weil da braucht man gar nicht so viele. Das geht eigentlich voll klar. Okay, dann laufe ich mal hier entlang. Kann mir hier noch ein paar Noten mitnehmen. Also rein von den Noten haben wir echt schon einige. Aber Puzzleteile fehlen halt noch recht viele. Weil wir da halt dann erst noch auf viel entlang fliegen müssen. Und da können wir vor allem uns einige dann holen. Aber auch hier oben könnte was sein. Ah ne, das ist nur das hier, okay. Ja, ich mache das gleich mal meinetwegen. Aber das werde ich sowieso erst später dann so richtig machen. Folge dem Pfeilen, wenn du nach dem Gold strebst. Aber jetzt kann ich doch mal dann schon mal ein bisschen entlang fliegen. Zumindest hier nach unten. Ganz, ganz kurz. Hui! So. Um höher zu fliegen, fliegen zu können, musst du die roten Federn einsetzen. Drücke hierzu den A-Knopf. Genau, wenn ich A drücke, zack, können wir eine Feder hergeben und dann eben an Höhe gewinnen. Ja. Aber ich will sowieso erstmal hier landen und das erst später dann noch mehr machen. Aber ja, mit dem Fliegen kann man wirklich so ziemlich überall halt hinkommen. Und es gibt sogar später beim Fliegen dann auch nochmal weitere Fähigkeiten, die wir lernen, die wir dann da machen können. Hier auf den Kisten ist nichts. Es könnte halt sein, dass jetzt da hinten irgendwie noch Kisten sind und Noten. Und ich sehe das halt jetzt von hier aus nicht. Das sind sogar Kisten. Ah, da sind Schädel schon mal, okay. Das ist jetzt ein bisschen risky natürlich. Weil hier kommt, glaube ich, der Hai auch. Ja, egal. Heide Witzka! Geh hoch. Aber hier ist mein Safe. Warte mal. Okay, aber er verschwindet gleich wieder. Ja, eigentlich hätte ich schon, wäre ich schon ganz gerne da auch weitergegangen. Aber jetzt bin ich schon hier. Dann schaue ich mich mal noch ganz kurz auf den Kisten um. Oh Gott. Hilfe! Eigentlich hat man aber schon mal genügend Zeit. So. Aber das, okay, das war kein Kill. Ich habe nur einmal kurz Schaden gemacht. Nee, aber hier ist nichts mehr. Und hier ist dann eben das Piratenschiff, wo wir gerade eben schon waren. Genau. Okay, passt. Aber ich will wieder ganz gerne hier weitergehen. So. Wenn man nur kurz im Wasser ist, dann hat er eben nicht genügend Zeit, um auf einen aufzuholen. Und dann geht es schon. Haut mal zu schnell ab, der Feigling. So, gleich wieder hoch. Okay, passt. So, ich gehe erstmal diesen Weg hier entlang. Hier könnte sogar ein Puzzleteil sein, wenn ich diesen Parcours hier schaffe, ohne runterzufallen. Da könnte man auch einfach hinfliegen oder so, das wäre eigentlich einfacher. Aber ich mach's mal hier so. Okay, ein paar Eier können wir auch noch mitnehmen. Ich habe ja sogar ein paar gerade verschossen gegen den Hai. Okay. Und... Aha. Yay!
Gehör? Genau, da haben wir jetzt erst 3, obwohl wir von den Noten schon, glaube ich, 70 oder sowas irgendwie haben. Also da müssen wir noch ein bisschen Vorrang machen bei den Puzzleteilen, aber die finden wir schon noch, die anderen. Hoffe ich zumindest mal. Okay, jetzt kann ich aber noch hier nach oben gehen. Das sind sogar noch mehr Noten, glaube ich, die ich jetzt auf den Leitern hier mitnehmen kann. Kamera. So, danke. Jetzt ist sie gut. So, hier kann, glaube ich, kann hier nur Kasui hoch, weiß ich gar nicht genau, ob das zu steil ist. Ich mache es auf jeden Fall mit Kasui, weil es auch schneller geht. Was hast du drin? Ah, Schädel. 2 sogar. Die nehme ich gerne mit. So. Ich kann pokern, ich kann pokern. Wir wissen doch, dass du pokern kannst. Ich kann auch pokern. Ich finde, Poker ist ziemlich cool. Da haben wir was gemeinsam, Mumbo. Pokern ist cool. Ich kann pokern. So, okay. Hier kann ich sicher rein. Oh Gott, geh weg. Also so ganz sicher ist es nicht hier. Ah, ein Puzzleteil. Das ist geschenkt. Yay. Denn die Mine sollte einen nicht erwischen. Aber zumindest ist hier kein Hai, der mich auffuttern kann. Ist ja schon mal was. Und hier ist ein Chinjo. Mhm. Das ist, glaube ich, der zweite erst sogar. Ne, der dritte, okay. Ich kann mich gar nicht mehr an... Also einer war ja direkt unter dem Startpunkt, wo wir zum ersten Mal auch den Hai getroffen haben. Wo der andere war, weiß ich gar nicht mehr. Obwohl, doch, ich glaube, der war an der Stelle mit den Sprungplatten. Stimmt, genau, da war einer. Auf einer von diesen Steinsäulen da. Ja, ja, da ist noch ein Leben da oben. Aber Leben ist mir eigentlich egal. Da will ich nicht unbedingt alle von denen sammeln. Deswegen, das ist mir wurscht. Da ist noch ein Schädel. Den würde ich mir, glaube ich, auch gerne mitnehmen wollen. Da werde ich zwar auch nicht, habe ich ja schon erwähnt, auch nicht alles sammeln. Nur so viele, wie man halt braucht, um alles abzuschließen. Aber wenn ich schon einen sehe direkt vor mir, dann werde ich ihn auch mitnehmen, natürlich. So. Ja, ich liebe die Schwimmsteuerung. So, komm her. Ikampokan. Wunderschön. So, da sind nur Honigwaben. Hier war auch nichts mehr. Okay. Und jetzt sind wir dann gleich einmal im Kreis gelaufen. Genau, weil hier ist wieder das Piratenschiff. Richtig. Und genau, da ist wieder das X. Ja, dann mache ich mal vielleicht das... Obwohl, da ist auch noch eine Wasserstelle. Ne, ich gehe erstmal zur Wasserstelle hin. Das mit dem X mache ich dann vielleicht erst im nächsten Part. Weil wir haben ja jetzt immer noch hier ein bisschen was zu tun. Vor allem mit Entlangfliegen noch einiges. Ach, eine Truhe ist hier noch. Okay. Was hat die? Da war ich ja noch nicht drin, glaube ich. Ah ja, okay. Das ist mir auch mal egal. Die lasse ich mal. Ja, okay. Aber dann bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Das meiste haben wir schon gemacht, aber ein bisschen was fehlt natürlich noch. Aber ich würde dann... Ist der auch eigentlich gerade despawned? Ja, okay, da ist er wieder. Ich würde dann erstmal sagen, dass das hier war für diesen Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Beim nächsten Mal wird es dann hier in der Treasure Trove Cove weitergehen. Ein bisschen was gibt es eben noch, was wir hier noch finden müssen. Noten haben wir zwar schon die meisten, da fehlen nur noch 15. Aber uns fehlen noch 6 Puzzleteile und 2 leere Honigwaben. Da habe ich auch noch gar keine bisher gefunden. Deswegen ein bisschen was gibt es eben noch hier zu tun. Wir müssen halt vor allem noch hier überall entlang fliegen und auch mal ein bisschen zu höheren Orten hinkommen. Da oben ist zum Beispiel eine Höhle, die wir schon sehen können. Dann das Rätsel mit den X müssen wir noch lösen. Bei dem Gegner da, bei dem Kollegen müssen wir noch vorbeischauen. Also einiges gibt's hier, kommt doch auf, einiges gibt's hier noch zu tun, da ist er, wunderschön ist er. Und beim nächsten Mal werden wir dann aber hoffentlich Treasure Trove Cove zu 100% abschließen können. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.